Jetzt mit Pastor Joseph Prinz. Heute geht es um die Emmaus-Jünger. Aber nicht um das, was Sie denken und das, was ich sonst immer betone. Darüber werde ich auch sprechen, weil es zur Emmaus-Geschichte gehört. Aber ich möchte den Weg von Jesus und den beiden Jüngern untersuchen. Es geschah am ersten Tag der Auferstehung. Es war der erste Tag. Es muss Jesus also wichtig gewesen sein, diesen beiden zu erscheinen. Er hätte so vielen anderen wichtigen Leuten erscheinen können. Er hätte auch zuerst den 11 Jüngern erscheinen können. Aber nein, er erschien zuerst diesen beiden und dann den Jüngern. Es muss also etwas dahinter stecken, das an der Oberfläche verborgen ist. Gott enthüllt denen, die tiefer graben, immer kostbare Wahrheiten. In der Bibel heißt es im Buch der Sprüche, der Herr gibt Weisheit für, nicht von den, für die Rechtschaffenen. Er gibt sie. Ein anderer Vers in den Sprüchen besagt, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Und wenn sie sie erforschen, dann haben sie Augen zu sehen. Dann geschieht etwas mit ihrem Körper. Es geschieht etwas mit ihrem Verstand. Es geschieht etwas mit ihrem Geist. Ihr Körper wird von Licht überflutet. Er wird gesund. Ihr Verstand wird erleuchtet. Sie werden weiser. Und ihr Geist wird mit dem Licht und der Erkenntnis Gottes erfüllt, sodass sie von innen heraus geführt werden. All das geschieht, wenn Gottes Wort gebrochen wird. Ich benutze hier das Bild vom Brot, das gebrochen wird. Wenn das Wort Gottes für uns geöffnet wird, geschehen alle diese Dinge. Lesen wir Sprüche 4, die Verse 20 bis 22. Mein Sohn, sind Sie Gottes Sohn? Damit sind auch Frauen gemeint, sie sind auch Gottes Sohn. Mein Sohn. Verstehen Sie, in Jesus gibt es keine Unterschiede der Geschlechter. Ich muss es nicht allen recht machen und sagen, ja, Gott sagt auch meine Tochter. Okay, hier sind beide gemeint, denn Gott sieht beide als Einheit. Also, mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Zuerst kommt also, neige dein Ohr zu meinen Reden, die Ohren. Und als nächstes die Augen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Nicht denen, die zu Hause noch im Bett liegen, sondern denen, die hier im Saal sitzen und auf den Rängen, denen, die von zu Hause aus zuschauen und denen, die es später im Fernsehen sehen werden. Denn sie finden Gottes Worte. Gott verspricht, dass sie nur denen Leben sind, die sie finden. Sie sind nicht denen Leben, die sie nicht gefunden haben. Sagen Sie Leben. Wer von Ihnen könnte mehr Leben gebrauchen? Wer hat manchmal das Gefühl, dass ihm Leben fehlt und dass alles einfach bäh ist? Das sind die Momente, in denen man schlechte Laune hat und gereizt ist und es einem keiner recht machen kann. Sie nörgeln an anderen herum, weil sie erschöpft sind. Es fühlt sich an, als würde ihnen Leben fehlen. Sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Das ist die einzige Medizin auf der Welt, die keine Nebenwirkungen hat. Wenn Sie genau lesen, steht bei manchen Medikamenten, dass sie dem Bauch helfen. Und dann schaut man genauer hin. Achtung, manche Leute können Probleme mit den Augen bekommen. Oder nehmen Sie dieses Medikament. Es ist sehr gut für das, aber nicht, wenn Sie Herzprobleme haben, sonst gibt es Komplikationen. Alle von Menschen gemachten Medikamente haben Nebenwirkungen. Zumindest dehydrieren sie einen. Aber Gottes Wort ist heilsam allem Fleisch. Das bedeutet, es heilt jeden Teil Ihres Wesens, der gerade leidet. Es heilt jeden Körperteil, mit dem Sie Probleme haben. Ob es die Augen sind oder die Verdauung, es ist heilsam für alles. Allem Fleisch. Hier geht es nicht um geistliche, sondern um körperliche Heilung. Amen. Sie werden heute etwas erleben, das die Jünger auf der Straße nach Emmaus erlebt haben. Und das ist sehr interessant. Gehen wir nach Emmaus.
Das möchte ich, wie gesagt, alles erklären. Ich habe ein paar Stellen hervorgehoben, damit Sie mir folgen können, wenn wir es uns anschauen. Und die werde ich erklären. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus. Emmaus bedeutet warme Bäder. Sagen Sie, warme Bäder. Es sollte im Plural stehen, warme Bäder. Mit anderen Worten, so ist es, wenn Gottes Wort unserem ganzen Fleisch heilsam wird. Von Kopf bis Fuß. Jeder Teil von ihnen strotzt dann vor Gesundheit, weil sie im warmen Wort Gottes gebadet haben. Amen, Freunde. Wenn Sie zum Gottesdienst kommen, sollte das immer wie ein warmes Bad sein, nicht wie ein paar Tropfen kaltes Wasser. Nicht viel Politik, viel Literatur, viel Motivationspredigt. Und dann kommen noch ein paar Tropfen Gottes Wort. Aber die sind nicht warm. Nein, es sollte ein warmes Bad sein. Wissen Sie, wie sich ein warmes Bad anfühlt? Sie kommen nach Hause und sind müde, ihre Knochen tun weh, ihre Muskeln schmerzen. Und dann steigen Sie in die Wanne. Sie lehnen sich einfach zurück und entspannen sich in der Wärme und dem Schaum. Der Seifenschaum blubbert um sie herum. Sie hören Radio, Musik. Vielleicht schlafen sie sogar ein. Aber bitte nicht jetzt. Amen. Und wenn sie dann heraussteigen, wie fühlen sie sich? Sind sie immer noch müde? Nein, sie sind erfrischt. Für eine Weile. Und dann spüren sie eine wohlige Müdigkeit. Nicht diese unangenehme Müdigkeit beim Nachhausekommen, sondern eine gute Müdigkeit. Und dann schlafen sie ein. Das möchte der Herr für Sie. Das sollen Sie immer wieder erleben. Sie sollen die Wärme Gottes spüren, die Sie lebendig macht, damit Sie tun können, was nötig ist. Und dann, wenn es Zeit zum Schlafen ist, können Sie schlafen, weil Sie angenehm müde sind. Und nicht zu Tode erschöpft. Können Sie mir folgen? Gut, nächster Vers. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, ich habe das hervorgehoben, weil ich Ihnen ganz schnell eine Erkenntnis zeigen will. Wir gehen schnell voran, okay? Können Sie mir folgen? Diese zwei Jünger, hier steht, dass es zwei waren, sagen Sie zwei, redeten also miteinander, während sie zurück nach Emmaus gingen. Später werden wir noch hören, dass einer von beiden Kleopas hieß. Okay. Der Name der anderen Person wird nicht genannt. Sie gingen beide nach Emmaus, offensichtlich zurück nach Hause. In der Bibel steht nichts davon, dass beide Männer waren. Wahrscheinlich war es ein Ehepaar. Wie gewöhnlich wird nur der Name des Mannes erwähnt. Verstehen Sie? Die Evangelien folgen der jüdischen Tradition. Es werden nur 5000 Männer genannt, auch wenn mehr als 5000 Frauen und Kinder dabei sind. Nach der jüdischen Tradition werden nur die Männer erwähnt. Das bedeutet nicht, dass Frauen nicht gleichwertig sind. Es bedeutet nur, dass Gott den Mann unter dem Gesetz als Verantwortlichen sieht. Aber in den Evangelien vollzieht sich eine Veränderung. Und in der Apostelgeschichte, im Römerbrief und im Korintherbrief erwähnt Paulus dann Aquila und Priscilla, Mann und Frau. Aber das hier sind noch die Evangelien, verstehen Sie? Die beiden waren also Mann und Frau. Warum? Weil die ganze Emmaus-Geschichte am ersten Tag nach der Auferstehung von Jesus passierte. Hören Sie gut zu, es wird ein Segen für Sie sein. An diesem ersten Tag will der Herr etwas zeigen. Was geschah am Auferstehungsmorgen? Jesus ist körperlich auferstanden. Nicht nur geistlich, sondern körperlich. Er stellte alles wieder her, was der Mensch verloren hatte. Wenn Gott wiederherstellt, ist es immer besser und mehr als vorher. Bei Gott ist es nicht so wie bei uns Menschen. Ehe ein Mensch dieses Klavier repariert, wäre es besser, ein neues zu kaufen. Denn wenn wir etwas reparieren, ist es nie mehr so gut wie vorher. Aber wenn Gott etwas wiederherstellt, bekommen wir Überfluss und die Qualität ist 7-mal besser. Okay? Wenn Sie zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren haben, wird Gott Ihnen nicht 7 Frauen geben. Das hätten Sie vielleicht gern. Nein, aber er macht es 7-mal besser.
Haben Sie ein Kind verloren? Ihr nächstes Kind wird 7-mal besser sein als das, was der Teufel genommen hat. Worum es auch geht, denken Sie immer daran, dass ein Christ nie verliert. Selbst wenn Sie sterben und Ihre Heilung nicht offenbar geworden ist, Sie kommen direkt in den Himmel. Und dann haben Sie mehr Leben als die, die auf der Erde sind. Ich weiß, dass es schwer für uns ist, sich das vorzustellen, aber Sie sind lebendiger als die, die auf der Erde sind. Im Himmel sind Sie lebendiger, denn das Erste, das Ihr Leben behindert, ist Ihr Körper. Diese Hülle, diese äußere Hülle behindert das Leben. Aber wenn Sie im Himmel sind, dann sind Sie lebendiger, als Sie auf der Erde je sein werden. Der Himmel ist also ein sehr realer Ort. Aber reden wir nicht über den Himmel, sonst heben ein paar von uns gleich ab. Die nächste Frage ist, die Geschichte auf der Straße nach Emmaus geschah am ersten Tag nach der Auferstehung. Jesus fand es offensichtlich sehr wichtig, diesen beiden zu erscheinen. Wir erinnern uns, auch im Garten Eden waren zwei Menschen. Es geht hier um Wiederherstellung. Wenn Sie die Emmaus-Geschichte als Wiederherstellung ansehen, wird der ganze Text lebendig. Zwei Menschen. Wie war es im Garten Eden? Gott wandelte mit ihnen. In der Bibel heißt es, dass die Stimme des Herrn oder Jesus, Kol, das hebräische Wort für Stimme heißt Kol, und das ist Jesus selbst, mit Adam und Eva durch den Garten ging, wenn es kühl war. Manche sagen, es war Abend. Das Wort Abend finden wir auch später in der Emmaus-Geschichte. Während Jesus mit ihnen wanderte, wurde es Abend. Wir erleben hier also eine Wiederherstellung, während der Herr mit den beiden unterwegs ist. Im Garten Eden waren es Adam und Eva. Hier sind es Kleopas und seine Frau, die zurück nach Hause gehen. Verstehen Sie? Wir sehen hier also eine Wiederherstellung. Jesus war mit ihnen unterwegs. Wir werden gleich sehen, wie wir mit Gott unterwegs sein können. Wir hören auf den Ausdruck, Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Henoch hatte eine eigene Entrückung. Mit anderen Worten, er wandelte mit Gott und eines Tages wurde er einfach hochgehoben und ging direkt in den Himmel. Henoch starb nicht körperlich, sondern ging direkt in den Himmel. Wenn wir lernen, mit Gott im Glauben unterwegs zu sein, dann geschieht also etwas. Es gefällt Gott. Das Beispiel von Henoch zeigt uns ganz klar, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Gott hatte an Henoch gefallen, denn Henoch war mit Gott unterwegs. Sehen Sie, wie diese beiden Dinge zusammengehören? Verstehen Sie? An dieser Geschichte lernen wir also, wie wir mit Gott unterwegs sein können. Einige von Ihnen greifen schon vor, Sie kennen die Geschichte und die Offenbarung dahinter schon. Aber hier steckt noch viel mehr drin. Denken wir an Wiederherstellung. In der Bibel gibt es keine überflüssigen oder unnützen Worte, um den Platz zu füllen. Alles hat einen Zweck. Alles hat einen Grund. Sie redeten also miteinander. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, in anderen Übersetzungen steht, darüber nachdachten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ich habe mich gefragt, warum ist Jesus von allen Leuten in Jerusalem und sogar den anderen Jüngern gerade diesen beiden erschienen? Warum? Weil, schauen wir uns das Verb an, sie miteinander über alles redeten, was passiert war. Sie kommunizierten. Sie redeten miteinander. Sie dachten über das Kreuz und die Auferstehung nach. Wenn Sie mitschreiben, schreiben Sie sich das auf. Wenn Sie nicht mitschreiben, schreiben Sie es sich auch auf. Das ist sehr wichtig, okay? Vergessen Sie das nie. Das geschieht, wenn wir über Gottes Wort nachdenken, auch wenn wir es nicht verstehen. Denn diese beiden haben nicht alles verstanden, worüber sie geredet haben. Aber sie haben nicht über koreanische Filme geredet. Nicht über Chuck Norris geredet. Sie haben über Jesus geredet. Über das Kreuz und die Auferstehung. Und ja, sie haben nicht alles verstanden. Sie wussten nur, was passiert war. Sie wussten aber nicht, wieso und weshalb. Sie wussten nicht, welchen Zweck Gott mit dem Kreuz und der Auferstehung und all dem verfolgte. Aber sie dachten darüber nach und redeten darüber. Schreiben Sie also auf, wenn wir über Gottes Wort nachdenken, auch wenn wir nicht alles verstehen, dann kommt Jesus selbst zu uns und erklärt es uns. Jesus selbst kommt zu uns.
Denn das Wort Nachsinnen im Alten Testament, wie in Josua 1, Vers 8, du sollst darüber nachsinnen, oder im Psalm 1, ein Mann, der Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnt, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, heißt auf Hebräisch Hagar, das habe ich schon einmal gesagt, Hagar, nachsinnen. Aber Hagar bedeutet auch murmeln, reden oder sich unterhalten. Wenn Sie Tag und Nacht mit jemandem über Gottes Wort reden, dann denken Sie nicht nur allein darüber nach. Manchmal reden wir auch mit anderen über Gottes Wort. Wer von Ihnen weiß, dass Erkenntnis fließt, wenn wir reden? Wenn Sie denken, dass diese Erkenntnis aus Ihnen selbst kommt, dann haben Sie vergessen, dass Jesus zu Ihnen kam. Wenn Sie über Gottes Wort nachsinnen und nicht verstehen, worum es geht, oder wenn Sie mit Ihren Freunden darüber reden, dann kommt Jesus selbst zu Ihnen. Hier hätte auch nur stehen können, und es wäre grammatikalisch vollkommen richtig, Jesus kam zu Ihnen. Aber der Heilige Geist sagt hier, Jesus selbst. Jesus persönlich. Er schickt keinen Engel, um es Ihnen zu erklären. Jesus selbst kommt zu Ihnen. Obwohl er auferstanden war und Sie schon ziemlich weit von Jerusalem entfernt waren, als Sie über Gottes Wort redeten, kam Jesus selbst zu Ihnen. Sehen Sie das? Denn das liebt er. In Maleachi gibt es eine Stelle, an der steht, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und ein Gedenkbuch wurde für sie geschrieben. Wenn wir über Jesus reden, schreibt Gott ein Gedenkbuch für uns. Können Sie mir folgen? Ich denke, dass es Zeit wird, dass wir uns hinsetzen und mit unseren Kindern über unseren Glauben reden. Sie werden nicht durch Osmose oder Diffusion verändert. Wenn wir für Jesus brennen und etwas erkannt haben, heißt das noch nicht, dass Sie das auch erkennen. Denn Sie haben nicht das erlebt, was wir erlebt haben. In der Bibel steht, dass Gott sie klein macht, damit wir sie beeinflussen können. Sie sind wie frischer Beton. Die Zeit wird kommen, in der wir sie nicht mehr prägen können. Selbst als Teenager haben wir noch Einfluss auf sie. Wenn Sie ein Kind sich selbst überlassen, ist es wie mit dem Rasen auf einem Grundstück. Was passiert, wenn Sie sich auch nur ganz kurz nicht darum kümmern? Er wird nicht gerade besser. Verstehen Sie? Deswegen müssen wir sie prägen, ihnen von Gottes Wort erzählen, mit ihnen darüber nachdenken und darüber reden. Lassen Sie sie Fragen stellen. Wo wohnt Gott? Und dann erzählen Sie ihnen, wo Gott zuerst gewohnt hat, nämlich im Garten Eden, wo Adam und Eva waren. Und dann erzählen Sie vom Mischkan, der Stiftshütte, wo Gott vorübergehend wohnte, bis sie entweiht wurde. Dann zog Gott in den Tempel. Und dann fragen Sie, und wo wohnt Gott jetzt? Denken Sie daran, Gott kann nicht in einem unreinen Haus wohnen. Er wohnt nur in einem reinen Haus. Wenn es im Alten Testament entweiht wurde, zog Gott aus. Was zeigt das? Die Bibel sagt uns, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass Gott immer bei uns ist. Was sagt das über unseren Körper? Dass wir für immer rein sind. Denn sonst würde uns Gott nicht seinen Heiligen Geist schicken. Deswegen können wir nicht unrein sein. Selbst wenn wir etwas Unreines tun, macht uns das nicht unrein. Wir werden nie unrein. Wenn Sie einen schmutzigen Gedanken haben, macht Sie das nicht schmutzig. Vielleicht fühlen Sie sich schmutzig und unrein, aber Sie sind immer rein. Sie sind immer rein. Das Blut von Jesus hat Sie für immer reingewaschen. Als Sie ein Sünder waren, hat Sie ein guter Gedanke auch nicht gut gemacht. Sie waren trotzdem noch ein Sünder. Und jetzt, da Sie gläubig sind, sind Sie für immer gerecht und für immer rein. Vielleicht fühlen Sie sich schmutzig, weil der Verkläger versucht, Ihnen dieses Gefühl einzureden. Wenn Sie sich schmutzig fühlen, tun Sie schmutzige Dinge. Wie Sie sich fühlen, ist also wichtig. Aber Sie müssen eines wissen, ob Sie sich unrein fühlen oder nicht. Sie sind immer rein. Aber eigentlich geht es darum, mit unseren Kindern zu reden und nicht über den Heiligen Geist, der in unserem Körper wohnt. Aber das ist gut, Amen. Sie haben jetzt Ihr persönliches Emmaus-Erlebnis. Jesus selbst nahte sich ihnen. Ich liebe diesen Ausdruck, er selbst, weil er so persönlich ist. Als der Autor des Neuen Testaments in Matthäus 8, Vers 17 sagt, er selbst, übersetzte er das aus dem Hebräischen aus Jesaja 53. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen. Fürwahr er heißt eigentlich, fürwahr er selbst hat unsere Krankheiten getragen. Nicht ein Engel. Jesus selbst hat es getan. Fürwahr er. Die Erkenntnis von Matthäus war also, er selbst hat unsere Krankheiten getragen. Er selbst hat unsere Krankheiten getragen. Sehen Sie das?
Jesus hat die Aufgabe keinem anderen übertragen. Sie war ihm zu kostbar, um sie einem anderen zu geben. Er selbst hat ihre Krankheiten getragen. Denken Sie nur über dieses Er selbst nach und Sie werden gesegnet. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass Sie ihn nicht erkannten. Wie schon gesagt, habe ich den Herrn einmal gefragt, warum hast du Ihre Augen gehalten? Übrigens, das Wort gehalten steht hier im Passiv. Mit anderen Worten, es lag nicht an Ihnen. Manche denken, dass die beiden geistlich beschränkt waren. Das waren sie in gewissem Maße, aber das Wort gehalten hier bedeutet, dass jemand ihre Augen zugehalten hat. Das war der Herr. Das griechische Wort für gehalten kommt von krotos, das für Gottes Kraft verwendet wird. Ihre Augen wurden absichtlich zugehalten. Deswegen fragte ich den Herrn, warum hast du ihre Augen gehalten? Wäre es nicht besser, wenn sie dich mit den Wundmalen gesehen hätten? Es waren riesige Nägel. Man kann durch die Löcher an seinen Handgelenken hindurchsehen. Wäre es nicht besser gewesen, wenn er mit erhobenen Händen durch die Straßen von Jerusalem gegangen wäre und gesagt hätte, hey Leute, schaut mal her. Hätte sich da nicht ganz Jerusalem bekehrt? Nein. Offensichtlich wusste Gott, dass das keinen Glauben produzieren würde. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen, verstehen Sie? Es wäre nur eine Erkenntnis für die Sinne gewesen. Gott will, dass wir Erkenntnis durch Glauben haben. Ihre Augen wurden hier also gehalten, weil, wie der Herr mir erklärte, es für sie wichtiger war, ihn in seinem Wort zu sehen, als ihn in Person zu sehen. Er wollte sich ihnen in seinem Wort zeigen. Das war Jesus offensichtlich so wichtig, dass ihre Augen ihn nicht körperlich erkannten, bevor sie ihn nicht in seinem Wort erkannt hatten. Wir haben also alle die gleiche Chance. Denn wenn Sie ihn körperlich erkannt hätten, würden wir heute sagen, ja natürlich, Sie hatten ihn ja gesehen, aber wir sehen ihn nicht. Wie können wir großen Glauben haben? Dieses Erlebnis hat nichts mit uns zu tun. Nein, der Herr hat Ihre Augen gehalten, sodass Sie ihn körperlich nicht erkannten. Aber Sie erkannten ihn in der Schrift, wie wir gleich lesen werden. Wir können Jesus also in der Bibel erkennen, okay? Hier geht es um warme Bäder. Es geht darum, warum die Gemeinde versagt hat. Warum die Gemeinde keine warmen Bäder bekommt. Was fehlt? Warum ist Gottes Wort nicht heilsam all unserem Fleisch? Was ist da los? Denn wir wissen, dass die beiden Jünger am Ende der Reise so voller Leben waren, dass sie, obwohl es schon spät abends war und sie gerade 12 Kilometer gelaufen waren, aufstanden und die 12 Kilometer wieder zurückgingen. Freunde, sie liefen 24 Kilometer an einem Tag. Mit ihrem Körper musste etwas passiert sein. Wenn wir Gottes Wort studieren, werden wir jünger und unser Verstand wird schärfer. Ich werde das gleich beweisen. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Hier hören wir Jesus zum ersten Mal reden. Jesus fragt also, worüber redet ihr miteinander, dass ihr traurig seid? Der Himmel wundert sich, dass wir traurig sind, wenn wir fröhlich sein sollten. Es ist der Tag der Auferstehung. Uns fehlt die Erkenntnis. Wir sind heute traurig und depressiv, weil wir keine Erkenntnis haben. Jesus, der alles genau weiß und versteht, sah keinen Grund, warum sie traurig sein sollten. Wer von Ihnen versteht das? Wie können wir also jemanden aus Depressionen und Traurigkeit befreien? Er braucht eine Offenbarung von Jesus. Verstehen Sie?